Okay, wir probieren das jetzt noch ein drittes Mal. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Boah, das kann doch nicht sein. Ich muss noch mal eine Mission beim ersten Mal schaffen. So, also schnell. Zwei da, einer da. Alles klar. Zwei sind noch hier. Diesmal lief's gut. Okay, einer noch. Mit Jamescoms können sie sie unentdeckt CDO-Scans so kurzzeitig unterbrechen. Gegner oder Zeugen dann hinter Verstärkung. Okay. Ich hab's gestört. Ich weiß aber nicht wie lange. Muss ich schnell raus? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Okay, ich wurde entdeckt. Meine Fresse. Ja, für Nachladen. Okay, ich brauche eine andere Waffe. Boah, stopp doch. Wo denn noch? Ja, überlebt noch mehr. Oh mein Gott, ey. Hufanarchist. Helikopter über mir. Was mache ich jetzt? Das ist krass. Ich habe hier eine ganze Menge Polizisten. Über die Flanke. Oh, sind hier viele Polizisten!
Jo, und alles nur, weil ich eine Millisekunde zu lang gebraucht habe, weil ich nicht über die Holzbarrikade drüber gekommen bin. Okay. Alter, ich muss dich wirklich von hier nochmal starten. Okay, du bist drin. Findest du den Anruf? Ich suche gerade. Kalif, die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Okay. Wo ist denn noch einer? Die bewegen sich alle viel zu sehr. Wie man Polizeiscans stellt? Doch, ich glaube schon. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. So, dann drücken wir mal G. Komisch, jetzt sind es nicht drei Scans, jetzt sind es nur zwei. So, scannt ruhig weiter. Okay, das gibt ein Problem jetzt, ne? Bei dem komme ich nicht rechtzeitig. Keine Ahnung, wie oft ich das machen kann, aber ich kann es auf jeden Fall öfters machen. Also mein letzter, alles klar. Oh, da kommt der nächste Scan. Wie soll ich denn da entkommen? Hey, wie soll ich denn da entkommen? Hallo, habt ihr den Schaden? Wie viele Scans wollten wir noch machen? Ja, das ist... Hä? Wie viele Scans sollen da bitte noch kommen? Und vor allen Dingen verfolgen die Scans mich auch noch, als ob sie wüssten, wo ich hinlaufe. Jetzt darf ich die ganze Mist nochmal. Oh mein Gott, warum muss ich hier... Was ist so doof? Habe ich das auf schwer gestellt oder bin ich einfach nur zu blöd für das Spiel? Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Kalif, die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Okay. Wo sind die anderen? Der ist tot. Ich glaube, ich sollte... Ich glaube, das ist so gedacht, dass ich eigentlich erst längst hier raus sein soll, wenn diese Scans beginnen. Vielleicht ist es das... Sag mal, ihr Kopf suchen nach mir. Komm hier nicht weg. Weiß der Zeck, wie man Polizeiscans stört? Doch. Ich glaube schon. Gibt es hoffentlich nach. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, dass ich in ein Auto einsteigen sollte. Ich habe drei Scans zur Verfügung, okay. Ja, ist ja logisch, dass sie so viel nach mir suchen eigentlich. Weil ich habe als Wichtiges geklaut. Aber das... Autsch.
Entkommen Sie unbemerkt den Polizeiscans. War es das schon oder kommt da noch was? Flucht davor. Ja, okay, ich hätte also ein Auto nehmen müssen. Aha, mein Fehler. Ich habe mehr damit zu kämpfen, meine Fehler zu beseitigen. Als mit den Missionen an sich. Ich habe 3 Skillpunkte, Autofahren. Sag mal hier. Verringern die Wahrscheinlichkeit einer Reifenpanne. Ich habe zwar noch nie eine gehabt, aber wir wollen es nicht dazu kommen lassen, deswegen skill ich das natürlich gleich mal. Oh mein Gott, okay. Akt 1. Hammer. Hast du den Anrufer? Das Katz- und Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Mal schauen, wer das ist. Das will ich auf jeden Fall noch rausfinden, wer meine Familie da bedroht. Ich will auf jeden Fall noch rausfinden. Wow. Autsch. Was da los ist. Online-Auftrag. Jemand trinkt hier ein Spiel ein. Hacker ausfindig machen. Ja, wow. Toll. Der Hacker ist 400 Meter entfernt. Der Hacker ist außerhalb der Zone. Oh, es geht trotzdem. Mist. Na klar, dann muss ich also erstmal zurück. Oh, warum dringt ein Hacker ausgerechnet, wenn ich fahre, mein Spiel ein? Nicht der Hacker. Ich habe es aber eingegrenzt. Wo ist der? Ist der über mir oder was? 41%, das wird langsam knapp. Wie soll ich da hochkommen? Wie komme ich da hoch? Oh mein Gott, wie komme ich da hoch? Ich komme hier nicht hoch. Oh Mann, wie komme ich da hoch? Ah, ich komme da nicht hoch. Ja, das war's. Der hat mich. Ich muss da hoch. Ich weiß, dass der da oben ist. Mann, wie komme ich denn da hoch? Alter, das ist assi. Ja, das ist dumm, ey. Ich komme da nicht hoch. Ja, ne? Ihre Daten werden gestohlen. Erreichen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ist doof. Der ist doch 100 pro da oben, ey. Ich weiß es doch. Tja, dann viel Glück mit meinen Daten. Lol, wo ist der denn? Ja. Ja, ist okay. Ich will mir das nicht ansehen. Hey, wo war denn der? Keine Ahnung, wo der war. Interessiert mich jetzt noch nicht wirklich. Auf jeden Fall wollte ich gerade meinen Auftrag zu Ende führen. Und jetzt hat er mich da voll aus... Oh, Mann. So.
Ich glaube, das wird mir nicht das erste Mal passieren, es wird noch nicht das letzte Mal sein, dass mir sowas passiert. Und ich glaube, beim nächsten Mal werde ich diese Hacker einfach ignorieren. Wenn mir sowas passiert, dass ich 500 Meter entfernt bin. Und jetzt widmen wir uns endlich der Mission. Und hoffen, dass das nicht noch was dazwischen kommt. Das muss ja voll assi sein, wenn du bekannt bist und jemand weiß, wie du im Spiel heißt. Nehmen wir mal an, Sacharzeit, der muss ja echt permanent gehackt werden. So. Auf zur Mission. Ich würde gerne wissen, wer meine Familie da bedroht. Damit ich endlich mal die Kampagne fortsetzen kann. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe momentan absolut keine Verbindung zum richtigen Spiel. Ich baue überhaupt keine Emotionen oder so zu irgendwas auf, weil es einfach nur die ganze Zeit darum geht, irgendwie zu entkommen, nicht gehackt zu werden und so ein Mist. Deswegen fände ich es cool, wenn langsam mal irgendwas passieren würde, was nicht digital. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich... Gut, ich schlucke. Na dann. Mal schauen, wer das ist. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Wo geht das denn lang? Da hinten? Okay. Wo geht der andere lang? Hier hoch. Entriegelt. Ah, da hinten ist noch eine. Aber auch mit der komme ich nicht zu dem meinem Ziel. Muss ich wohl laufen. Alter, wer geht das Ding noch hinter? Okay. Hä? Alles klar. Leute, ich dachte, da steht jemand. Eigentlich will ich das Ding nur hacken, aber es geht anscheinend aus der Kamera her nicht. Dann laufe ich halt hoch, ist mir auch egal. So, bitteschön. Ich will nicht die Treppe nehmen, das ist uncool. Ja, okay, ich nehme die Treppe. Okay, dann haben wir jetzt hier wieder ein lustiges kleines Spielchen. So. Okay, das ist etwas größer. Wo geht's los?
Okay. Achso, hier hinten fehlt auch noch was, oder wie? Nee. Jetzt. Was zur Hölle ist das?